Tankern dann unter der geklappten Auftauchen, kann Überdruck, kann Unterdruck. Ja. Auftauchen. Maschinenmotor ist 50. Jo. 13,5 Meter Rundstein. Ja. Anblasen. Kalte, graue See im Südwesten Norwegens, der Skagerrak. Irgendwo dort draußen wird ein streng geheimes U-Boot von der deutschen Marine getestet. U-31, das modernste, nicht-atomare Unterseeboot der Welt, heißt es. Nach mehr als 18 Monaten liegen endlich die offiziellen Genehmigungen vor. Zum ersten Mal darf das Superboot gefilmt werden. Und da läuft es ein, in den Fjord von Kristiansand, auf dem Weg in einen kleinen, versteckten norwegischen Marinestützpunkt. Das Boot kommt an diesem Nachmittag von einer Testfahrt zurück. Viel bekannt ist darüber nicht, außer, dass getaucht wird. Die Tests sollen im September 2004 abgeschlossen sein. Dann übernimmt die Marine ihren ersten grauen Wal, der, einmal getaucht, nicht zu entdecken sein soll. Vor allem aber kann das stählerne Ungetüm monatelang unter Wasser operieren, wegen eines neuartigen, von der Außenluft unabhängigen Antriebs. Es ist später Nachmittag in dem kleinen Hafen von Marvika. Am nächsten Morgen werden wir mit U-31 in den Skagerrak auslaufen. Das ist der Kommandant, Frank Tiede. Und der Mann, der da hockt, ist Thomas Braun, der technische Offizier an Bord. Er führt zum ersten Mal ein Fernsehteam durch sein Boot. Die Begeisterung darüber hält sich natürlich in Grenzen. Hier ist der Antrieb und hier sind diese und jene Aggregate, über welche Einzelheiten ebenso wenig verraten werden, wie über die neue, absolut geräuscharme Schraube des Bootes, die wir auch nicht drehen dürfen. Also wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt seit 3 Jahren auf diesem Boot und ich glaube, ich war eigentlich in allen Ecken drin. Aber es vergeht kein Tag, wo ich wieder irgendwas Neues kennenlerne. Thomas Braun ist für das Geheimnis im Heck verantwortlich. Die von der Außenluft unabhängige Antriebstechnik. Hierfür erzeugt eine revolutionäre Brennstoffzelle elektrische Energie aus Wasser und Sauerstoff. Ich bin seit Anfang 2001 auf diesem Boot. Bin von U30 zu U31 gewechselt. Bin vorher 2,5 Jahre 206 Alpha gefahren. Wenn man sich das kleine Boot anguckt und jetzt dieses Riesenboot, vorher 500-Tonnen-Boot, jetzt 1,5-1500-Tonnen-Boot. Das ist natürlich das Erste, was man sieht. Der größte Vorteil ist natürlich das soziale Leben, was man an Bord im Endeffekt hatte oder jetzt hat. Dadurch, dass man nicht mehr im Gang ist, die meisten nicht mehr unbedingt sich ein Bett mit jemand anderen teilen müssen. Der Kommandant ist der Einzige mit einer eigenen Kammer an Bord. Und die ist klein genug. Frank Tiede soll als U-Boot-Fahrer ein ausgesprochenes Ass sein. Ich sehe das schon so ein bisschen als Auszeichnung, der Erste auf so einem Boot sein zu dürfen, weltweit das erste außenluftunabhängige Boot. Der nächste Morgen. Tim Koch und seine Kameraden warten auf den Alten, wie das bei U-Boot-Fahren so heißt. Ich bin sogenannter Seiteneinsteiger, ich komme aus der Unteroffizierlaufbahn. Ich war als Matrose 1984 in Bremerhaven, bin dort in die Bundesmarine eingestiegen noch. Und bin dann, wie gesagt, bis zum Bootsmann aufgestiegen und habe 1990 den Wechsel in die Offizierlaufbahn vollzogen. Auf, Manöverstation! Das Antreten von U-Boot-Besatzungen unterliegt einem Ritual. Das dauert sehr viel länger, als es hier gezeigt wird, aber es hat Tradition. Und es wird immer wiederholt. So wie die Besatzung nach dem Einlaufen auf der Pier ein Bier trinkt, das sollen wir nicht zeigen, obwohl es auch Tradition hat. An diesem Morgen wird kein Bier getrunken, die Soldaten gehen an Bord, denn es geht raus in den Skagerrak. Ein wunderschönes, wildes, tiefes, raues Seegebiet. Auf dem Begleitschiff fahren wir mit hinaus, endlich und zum ersten Mal mit U-31, an dem viele Länder interessiert sind, Israel, Südafrika, Griechenland unter anderem.
Auch die US-Marine hat nichts Vergleichbares. Und ihr Interesse an U-31 werden wir im Verlauf des Tages noch zu sehen bekommen. Das Boot schiebt sich düster und bedrohlich durch die See, durch einen geheimen Tarnkappeneffekt im Einsatz geschützt. Ihm selbst entgeht durch seine Lausch-, Beobachtungs- und Abhöranlagen nahezu nichts, erzählt man uns. Es ist Delta Alpha. Loud and clear. Over. Dieses deutsche Aufklärungsschiff, vollgestopft mit Elektronik, begleitet U-31 zur Unterstützung bei den Tests auf hoher See, ebenso wie das Begleitschiff, auf dem wir uns zu diesem Zeitpunkt befinden. Die neue U-Boot-Klasse ist für den Einsatz in internationalen Gewässern gedacht. Der Kommandant formuliert das so. Wir haben nichts mehr gemein mit den grauen Wölfen, die Sie diesen Titel aus dem letzten Weltkrieg haben. Das hier ist also eine ganz, ganz andere U-Boot-Fahrerei. Wir werden nicht mehr im Rudelangriff irgendwo hinfahren, wir werden alleine operieren. Und es ist nicht unser Ziel, Angriff ran, irgendjemanden zu versenken, sondern wenn Sie sich die Konflikte der heutigen Welt angucken, dann ist eben Informationsgewinnung sehr, sehr wichtig. Vielleicht die Unterstützung von Spezialoperationen, Aufklärung, alles, was dazugehört. Und dafür ist dieses Boot hervorragend einsetzbar. Natürlich kann das Boot Kommandosoldaten und Spezialkräfte an fremden Küsten absetzen. Antiterroreinsatz. Und natürlich wird das geübt, ohne Fernsehkameras. Das Boot taucht. Tests unter Wasser stehen an und natürlich immer wieder lauschen und beobachten. Temperaturdrucklager steht bei 52 Grad. An diesem Vormittag geht U-31 auf Schnorcheltiefe. Währenddessen machen sich unsere Taucher auf den Weg zu dem schnorchelnden U-Boot. Wir haben mit dem Kommandanten Unterwasseraufnahmen verabredet. Fast 90 Jahre nach der Skagerrak-Schlacht zwischen der englischen und der deutschen Marine und knapp 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bereiten sich die Männer auf einen Tauchgang zu einem deutschen U-Boot vor, das in diesen Gewässern auf weltweite Tauglichkeit getestet wird. Boot wird eingesteuert. Boot wird eingesteuert. Teilung, Achtung. Das Boot ist auf Schnorchel- und Periskoptiefe eingesteuert worden. So und nicht viel anders sehe das auch im Einsatz aus. Die Zentrale von U-31. Alle haben ihren festen Platz, nur der Kommandant nicht. Meistens ist an einem der beiden Periskope zu finden. Oh, das Boot ist immer noch zu schwer. Die Augen des Bootes über Wasser. Auch das Superboot war nicht von Anfang an perfekt. Kapitänleutnant Thomas Braun erinnert sich. Dieses Boot hat außer uns noch kein anderer bewegt. Wir haben das erste Mal dieses Boot unter Wasser gebracht. Wir haben also einen sogenannten TTKV durchgeführt, das heißt Tauchtrimmkrängungsversuch. Der wurde bei HDW in der Dockhule durchgeführt, das heißt, die Besatzung ist an Bord, das Boot ist tauchklar, die Füllungen sind soweit hergestellt und es wird jetzt schluckweise werden die Tauchzellen geflutet und das Boot wird auf Seerotiefe gebracht. Ja, und ich habe also geflutet und geflutet und geflutet und ich habe das Boot einfach nicht unter Wasser gebracht. Ja? Das Boot ging und ging nicht unter Wasser und wir mussten also tonnenweise, zig Tonnen fluten, um das Boot wirklich unter die Wasseroberfläche zu bekommen. Zum Schluss war es eben so, dass alle Bunker, Tanks und Zellen dermaßen voll waren, dass sie schon übergelaufen sind. Aber das Boot war letztendlich nach knapp 2 Stunden dann wirklich getaucht. Das erste Mal auf 13 Meter. Das ist mehr als 2 Jahre her. 14 Meter Rundfeld, das Seerotfeld. Ja. Heute, während der Funktionstests im Skagerrak, sieht das ganz anders aus. Ist das Boot getaucht? Entgeht ihm fast nichts, so heißt es. Es verschwindet. Mithilfe eines Tarnkappeneffektes, der durch eine spezielle Kunststoffbeschichtung der Außenhaut entstehen soll. 20 Meter Rundfeld. Ja.
Ein Ausstieg im Notfall geschieht durch das Turmlug, mit Hilfe von druckausgleichenden Tauchrettern. In der Operationszentrale. Das hochempfindliche Sonar hat ein Schraubengeräusch entdeckt. Eine Welle, 4 Blatt, 137 Umdrehungen, vermutlich Frachter. Ja. Und das ist der Frachter, vielleicht 14 Meilen entfernt, den die Sonargeräte von Obermatt Koch längst erfasst haben. So klingt das in den Kopfhörern der Sonaroffiziere an Bord des getauchten Bootes. Meine Funktion ist einmal die Sonaranlage, Detektion, Analyse und andererseits bin ich auch noch für die Waffe zuständig, Torpedorohre. Direkt schießen tue ich nicht. Ich bin eher dafür da, dass das Ziel vernünftig mitgeführt wird, analysiert wird und klassifiziert wird. Die Torpedos sind drahtgesteuert, eine neue Entwicklung für das neue Boot. In und aus welcher Tiefe und über welche Distanz sie eingesetzt werden, sagt niemand. Dass davon 10 an Bord sind, ist bekannt. Sicherlich haben sich die Waffensysteme verändert im Vergleich zu unseren Vorgängereinheiten. Wir entwickeln für dieses Boot, bekommen wir einen vollkommen neu entwickelten Torpedo, den wir auch zum Einsatz bringen werden. Und es gibt auch andere technische Spielereien, die hier natürlich eingebaut sind, wo ich verständlicherweise nicht so sehr viel zu sagen kann, weil das ja für uns interessant ist und wir das nicht dem Fernsehpublikum jetzt gleich unterbreiten möchten, was wir denn hier alles an Bord haben. Der Hauptvorteil ist, wie gesagt, dass wir dieses Boot lange unabhängig operierend, unentdeckbar einsetzen können, aber dass wir über entsprechende Führungsmittel verfügen. Denn was nützt es jemandem, ein Boot einzusetzen, zum Beispiel in der Rolle Aufklärung? Das wird in Zukunft eine unserer Hauptaufgaben sein. Wenn er das, was er aufklärt oder an Informationen gewinnt, nicht in nahezu Echtzeit an einen Vorgesetzten, an einen Befehlshaber oder gegebenenfalls an politische Stellen weiterleiten kann, um dort entsprechende Entscheidungen zu treffen. Dieses Boot ist für eine mehrwöchige Operationsdauer unter Wasser konstruiert und gebaut und das können wir auch so durchführen damit. Die wichtigsten Waffen aber sind nicht mehr die Torpedos. Es sind die komplizierten Lauschausrüstungen, es sind die genauesten Schallortungsgeräte und die Kameras. Der Auftrag lautet, den Feind kennenlernen. Sie nennen es Aufklärung. Ein nettes Wort für Spionage. 70 Meter pro Zeit, ja. Die muss geräuschlos vor sich gehen. In größeren Tiefen, als es bisher den alten Booten möglich war. Maschine voraus 80. Maschine voraus 80. Maschine voraus 80. Bei 206, wenn Sie so die Betriebstauchtiefe erreichen, hören Sie schon, dass der Wasserdruck, der das Boot umschließt, dass das Boot schon die Spannen so ein bisschen knacken. Wenn Sie hier mit diesem Boot auf 200, auf der Betriebstauchtiefe fahren, hören Sie absolut rein gar nichts. Fast hätte er ein Geheimnis verraten. Tatsächlich liegt die Betriebstauchtiefe von U31 bei mindestens 250 Metern. Die Tiefenmesser wurden unseretwegen abgedeckt. Doch niemand dementiert 350 Meter Tauchtiefe. Und damit ist doch klar, dass es in Gewässern wie der Ostsee, die U-Boot-Fahrer gern als überflutete Wiese bezeichnen, vorzugsweise nicht eingesetzt wird. Vielmehr in internationalen tiefen Gewässern nahe vor oder in Konfliktzonen. 50 Meter Boot steigt. Da. 2 Grad Achterlastig, LOB. 2 Grad Achterlastig. 0 Lastig. 0 Lastig. Wie viel Druck haben wir drin? 3. 14 Meter Boot steigt, 40 Meter. Jo, Zero Tiefe vorbereiten. An diesem Nachmittag schnorchelt sich das Boot während der Tests langsam höher, fährt die Periskope aus. Unsere aktive Abwehr ist eigentlich der Schutz, dass wir so leise sind. Denn Sie müssen sich das so vorstellen, wir sind leiser als andere U-Boote, die zur See fahren und haben Sensoren, dass alles, was lauter ist, um uns herum vorher orten können. Das heißt, wir werden ein entsprechendes Lagebild aufbauen. Wir werden also wissen, wer über Wasser sich zur See bewegt, wer unter Wasser an anderen U-Booten um uns herum ist und können entsprechend unser taktisches Verhalten daraufhin optimieren, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt an ein Fahrzeug ran und beobachten es einfach oder wir entziehen uns diesem Fahrzeug, weil wir eben mit
absoluter Sicherheit vermeiden möchten, dass unsere Anwesenheit in einem Seegebiet entdeckt wird. Müssen wir den natürlich auch laufen lassen? U-Boote sehen zwar mit ihren Lauschgeräten, obendrein aber verfügen sie über hochempfindliche Nachtsichtgeräte und Wärmebildkameras, deren Einsatz dann so aussieht. Dieser riesige Katamaran, ein Transport- und Aufklärungsfahrzeug der US-Marine, hatte hier an einem NATO-Manöver teilgenommen und ist sicher nicht zufällig ein paar Tage länger im Testgebiet geblieben, meint man an Bord. So sieht er in voller Größe aus. Ein Riesending, das auch unbemannte Kleinst-U-Boote zu Wasser bringen kann. Wenig später macht sich U-31 auf den Weg ganz nach oben. 13,5 Meter Boot steigt. Ja, anblasen. Anblasen. Knapp 500 Millionen Euro Steuergelder tauchen hier auf. So teuer ist ein Boot. 6 soll die Marine in den nächsten Jahren bekommen. Mit den grauen Wölfen und den U-Boot-Rudeln des Zweiten Weltkrieges und der ersten Nachkriegszeit hat das nichts mehr zu tun. Das ist kein simples Tauchboot, sondern eines, das sich fast nur unter Wasser, lange, unentdeckt bewegen soll und eine gefährliche Waffe ist. Deswegen ist sie weltweit so begehrt, vor allem bei den Amerikanern und deren Werftindustrie, die im konventionellen U-Boot-Bau von den Kieler Howaldtswerken weit abgeschlagen wurden. Diese verstohlen agierenden Boote mit einer Besatzung von nicht mehr als 27 Soldaten sind in Zeiten, in denen sich die bekannten politischen und militärischen Strukturen auflösen und verändern, das Modernste, was Seestreitkräften zur Verfügung steht. Unter anderem, weil sie ebenso heimlich operieren und agieren wie der Gegner. Beanie, this U-31, over. Die laufende Testphase in den atlantischen Gewässern von Norwegen ist an diesem späten Nachmittag beendet. U-31 meldet sich in Kristiansand ab und macht sich auf den Weg zurück nach Kiel. Gemeinsam mit seinem Begleiter, dem Flottendienstboot und uns. Es ist schweres Wetter, als U-31 Richtung Süden abdreht und in die Ostsee läuft. Dort scheint die Sonne, als wir auf U-30 treffen, den betagten Vorläufer des Superboots. Wir gehen an Bord. Vor rund 30 Jahren wurde dieser in Eckernförde stationierte Bootstyp in Dienst gestellt. Seitdem gab es nichts Neues, nur sie. Klein, eng, gut 20 Mann Besatzung für den Einsatz in der Ostsee während des Kalten Krieges konstruiert. Die 12 Boote gleichen Typs, der Klasse 206 und 206 Alpha, werden noch 10 bis 15 Jahre im Einsatz sein. Kommandant Jens Grimm und sein erster Wachoffizier André Pecher sind ins U-Boot-Fahren fast vernarrt, wobei es schwierig ist zu verstehen, was denn den Reiz ausmacht. Sie haben eine kleine Kampfgemeinschaft, 23 Mann, jeder kennt sich, jeder kennt jeden. Die Privatsphären sind erheblich zwar reduziert, das sind die Einschränkungen. Allerdings muss man dazu sagen, dass sie sich den Dienstgrad ja nicht aufgrund des, oder den Respekt aufgrund des Dienstgrades verschaffen, sondern aufgrund ihrer Leistung, die sie dann bringen. Das ist unabhängig vom 1-Bio-Kommandanten runter bis zum Heizermaten oder Sonarmaten. Jeder hat seine wichtige Funktion und hat seine Stellung hier an Bord und das ist das Reizvolle. Gegen dieses Boot ist das Superboot ein Tanzsaal, sagen die Besatzungen. Und das stimmt auch. Nichts an dieser Röhre ist weit oder gar groß, nichts ist digital und nichts ist richtig trocken. Das ist ein sehr, sehr enger Lebensraum. Man hat also kaum Möglichkeit, in irgendeiner Form Privatsphäre zu halten. Aber das zeichnet aus meiner Sicht das U-Boot-Fahren auch aus und macht auch den ganz besonderen Reiz aus. Aus dieser winzig vollgestopften Zentrale wird U-30, das sich auf einem Übungseinsatz in der nördlichen Ostsee befindet, gefahren. U-Boot-Routine. Besatzung auf Tauchstation. Besatzung auf Tauchstation. Ja, das Tunnel wird geschlossen. Tunnel wird geschlossen. Man kann also davon ausgehen, dass viele Dinge, die wir hier noch
von Hand machen müssen, dass das auf den neuen Booten alles vollautomatisch passiert. Knapp 30 Meter ist die Ostsee in diesem Seegebiet nur tief. Nichts gegen die mehr als 600 Meter im Skagerrak. Ja, 60, Entfernung 800. Dieser stählerne Saurier ist von der Außenluft abhängig. Deshalb kann er auch bei eingeschränkter Leistung nur 5, höchstens 6 Tage unter Wasser bleiben. Dann muss er hoch, um seine Batterien aufzuladen. Die Besatzung würde sonst ersticken oder müsste durch das Turmlug mit Tauchrettern aussteigen, was bei einer Wassertiefe von 30 Metern geht. Und das alte Boot ist unter Wasser viel lauter als das neue und viel enger. Es ist natürlich so, dass sie, gerade wenn sie so lange so eng zusammenleben, schon mal den Punkt erreichen, wo sie sagen, oh, jetzt würde ich mich gerne mal zurückziehen, mal alleine sein, mal in Ruhe über alles nachdenken. Zwischen den Torpedorohren schläft die Besatzung in Schichten. Warme Kojen, heißt es bei der Marine. Das alte U-30 ist doch technologisch und waffentechnisch längst überholt. Das gilt auch für die Torpedowaffe. Allerdings werden auch aus diesen Rohren nicht nur Torpedos verschossen. Aus ihnen steigen auch die Kampfschwimmer zu ihren Sondereinsätzen aus. Wir haben die Möglichkeit, auch Spezialkräfte durchs Torpedorohr zu verbringen. Wir üben das auch regelmäßig zusammen mit den Kampfschwimmern der Bundesmarine. Das alte Boot liegt jetzt auf 28 Meter Tiefe auf dem Grund der Ostsee. Es hat sich versteckt. Etwas, was es im Einsatz eher selten tun würde. Bei akuter Bedrohung würde es versuchen, listenreich und vor allem lautlos zu entkommen. Im Boot herrscht jetzt äußerste Ruhe. Die Crew sieht mit den Lauschgeräten. Die Anspannung ist trotz aller Erfahrung groß. Es ist der Moment kurz bevor das Auftauchen bis hinauf auf Schnorcheltiefe beginnt. Dorthin ist es relativ rasch gekommen. Durch das Periskop wird der erste Rundblick genommen. Die Männer am Sonar hatten längst ein kleineres Fahrzeug gehört. Und da kommt er. Ein kleiner Marinekutter. Grundlegend sagt man so, für größere Händler, die drehen sehr langsam, haben auch nur eine Welle. Dann für Fähren, die sind so mittelschnell drehend und haben 2 Wellen. Und Krieger sind eigentlich sehr leise gearbeitet, die hört man so nicht. Da wird eben sehr viel auf die Geräuschsignatur geachtet. Ne? Und da gibt es dann auch so Vergleichstabellen, wo man reingucken kann, um dann nochmal genau nachzulesen. Die Vorgehensweise hat sich nicht geändert, wohl aber die Technik. Entscheidend dazu beigetragen haben vor allem die amerikanischen Boote während des Kalten Krieges, als sie unter anderem die sowjetischen Basen in der Barentssee ausspionierten. U-30 taucht unterdessen auf, die Übung ist abgeschlossen. Die immense Konzentration ist der Besatzung anzumerken. Es gibt für Schiffsbesatzungen nichts Anstrengenderes, als auf U-Booten zu fahren. So seltsam schön das hier auch aussieht, mit Romantik hat das wenig zu tun. Eigentlich ist neben der unmittelbaren Arbeit an Bord alles anstrengend. Schon, weil es nichts Privates gibt. Das alte Boot macht sich an diesem späten Nachmittag auf den Rückweg nach Eckernförde. So schlimm sei das heute nicht gewesen. Vor allem, wenn man daran denke, wie anstrengend so ein 3,5-monatiger NATO-Einsatzturn gewesen sei, wie jener kürzlich im Mittelmeer.
Etwas, wofür diese Boote eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Anders als das Superboot U31. Stolz allerdings sind die Besatzungsmitglieder bei allen Einschränkungen auf ihr Boot mindestens ebenso wie die auf dem großen Bruder. Den sehen wir bald wieder auf dem Trockenen. Der liegt weiter südöstlich in Kiel aufgebockt auf dem Gelände von HDW, wo dieser erste Prototyp auch gebaut wurde. Erst hier sieht man, wie riesig er ist. Die Überfahrt war ein bisschen ruppig zum Anfang. Als wir im Skagerrak waren, haben wir ein bisschen Welle gehabt. Und als wir dann um Skagen rum waren, im Kattegat, war es sehr, sehr ruhig. Wir hatten sogar einen schönen Tag, wo wir relativ wenig Wind und klaren Sonnenschein hatten. Und hier bei HDW in Kiel werden diese grauen Ungetüme streng abgeschirmt gebaut. Wie auch beim Kooperationspartner in Emden. Zum ersten Mal dürfen wir in dieser 3 Fußballplätze großen Halle drehen. Was da unten entsteht, ist U33. U32 ist vor kurzem getauft worden und ist jetzt ebenfalls in der Erprobung. Das U-Boot-Geschäft ist hochprofitabel und HDW ist der führende Hersteller konventioneller Boote. Weltweit. Kein Wunder, dass die Amerikaner die Werft haben wollten, über die Erlangung der Aktienmehrheit. Mithilfe eines deutschen Industrie- und Werftenverbundes werden sie diese Mehrheit wieder verlieren. So soll der technologische Vorsprung im U-Boot-Bau für Deutschland gesichert werden. Natürlich will man die Superwaffe weltweit vertreiben. Ob die Politik auf Dauer einen Verkauf in Krisengebiete wird verhindern können, bleibt jedoch fraglich. Ein paar Tage später sind Check und Überholung von U31 abgeschlossen. Das Boot läuft zur nächsten Testphase aus. Noch ist Kiel sein Heimathafen und von hier aus bringt Korvettenkapitän Frank Tiede sein Boot wieder hinaus an diesem windigen Mittag. Im Atlantik vor Norwegen wiederum soll nun das ultramoderne Torpedowaffensystem getestet werden. Von der Brücke aus meldet U31 sich in Kiel ab. Und tut das, wofür es gebaut ist und was es am besten kann. Es verschwindet.